einen Überblick über die Vorlage geben kann, bei all denen, die letzte Woche an unserer Informationsveranstaltung zum Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier Standbedingungen und nächste Schritte teilgenommen habe, muss ich mich entschuldigen. Das Gesetz hat sich nicht verändert seit letztem Donnerstag. Das heißt, ich werde Ihnen leider noch einmal beinahe, wenn nicht fast genau dasselbe erzählen, was ich bereits letzten Donnerstag erzählt habe. Ich werde auch versuchen, mich kurz zu halten und wirklich auf die wichtigsten Elemente der Vorlage zu sprechen kommen. Ich glaube, den Nutzen der E-Health-Anwendungen hat ja jetzt die Frau Fritscher bereits dargelegt, deshalb wirklich kurz einige Angaben zum Gesetzesentwurf einsteigen möchte ich mit den Eckpunkten der Gesetzgebung. Was haben wir, der Bundesrat, berücksichtigt bei der Erarbeitung dieser Vorlage? Wichtig ist es ja, dass man im föderalen, dezentral organisierten Gesundheitssystem der Schweiz Rahmenbedingungen schafft, die eben eine bedürfnisgerechte und eine flexible Entwicklung solcher Strukturen des elektronischen Patientendossiers ermöglichen. Das heißt beispielsweise, dass die Abläufe so ausgestaltet sind, dass zwar die informationelle Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten gewahrt und gestärkt wird, ohne dass aber die Behandlungsprozesse, die medizinisch-klinischen Abläufe durch zum Beispiel zu häufige Einwilligungen erschwert werden. Weiter wichtiger Punkt, insbesondere für die Anbieterseite, also die Industrieseite, aber auch die Käuferseite, dass man eben Rechts- und Investitionssicherheit schafft mit einer solchen Vorlage und gleichzeitig Technologieneutralität sicherstellt. Das heißt auch, das Gesetz selber legt wirklich im Moment nur die sehr übergeordneten Spielregeln, Rahmenbedingungen fest. Vieles wird jetzt in den nächsten Jahren im Rahmen der Ausgestaltung des Verordnungsrechts auch noch zu präzisieren sein. Deshalb ist die Vorlage auch so ausgestaltet, dass eben Gestaltungsspielraum für die Umsetzung bei den Kantonen belassen wird und dass wir uns gleichzeitig auch im Sinne quasi einer stetig lernenden Gesetzgebungserarbeitung bemüht haben, aus den bereits bestehenden und gemachten Erfahrungen aus den Kantonen zu profitieren. Ich glaube, das elektronische Patientendossier hat gestützt auch auf die Vorüberlegungen aus der Strategie eHealth Schweiz drei zentrale Leitlinien, die es berücksichtigt. Das ist einerseits das Prinzip der Freiwilligkeit, ist andererseits das Prinzip der dezentralen Struktur, der dezentralen Datenhaltung, eben keine zentrale Datenbank, auch aus Datensicherheitsüberlegungen und dass wir quasi als drittes Grundprinzip auf Vorbestehenden aufbauen, insbesondere eben auf der auch im Konsens mit allen Akteuren verabschiedeten Architektur eHealth Schweiz. Das heißt, dass von der Organisation her ist quasi das Grundkonzept der Vorlage, sind diese sogenannten Gemeinschaften oder Stammgemeinschaften. Das sind dezentral organisierte Zusammenschlüsse von Gesundheitsfachpersonen und Gesundheitseinrichtungen, die an der Patientenbehandlung beteiligt sind. Die schließen sich zu einer solchen Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft zusammen und können dann nach entsprechenden Zertifizierungsprozessen können die nachher sowohl untereinander wie auch innerhalb der Gemeinschaft dann medizinische Daten austauschen. Damit das Ganze funktioniert, muss der Bund zusätzlich einige zentrale Abfragedienste betreiben, sogenannte quasi fast schon Telefonbücher, die den Datenaustausch zwischen den Gemeinschaften und Stammgemeinschaften überhaupt ermöglichen. Zudem, Edith Graf Litscher hat ja darauf hingewiesen, ist es wichtig, dass die Patienten auch Zugang haben zu ihren eigenen Daten. Deshalb sieht die Architektur neben den Zugangsportalen, die innerhalb der Gemeinschaft aufgebaut werden, auch noch die Möglichkeit vor, dass Anbieter sogenannte externe Zugangsportale anbieten können, von denen über die dann der Patient, die Patientin ihr Dossier anschauen kann. Das quasi ein Kurzüberblick über die Architektur, nun eine Übersicht darüber, was in der Vorlage geregelt ist. Es sind vier Elemente, zwei sind hier, zwei auf der nächsten Folie dargestellt. Es geht einerseits darum, informationelle Selbstbestimmung zu stärken bei den Patientinnen und Patienten. Das heißt, beispielsweise die Eröffnung eines Dossiers ist freiwillig, eben dieser Grundsatz der Freiwilligkeit. Es braucht eine explizite schriftliche Einwilligung nach entsprechender Aufklärung und Information.
des Patienten oder der Patientin, um dann aber eben die Abläufe nicht allzu sehr zu erschweren. Im medizinisch-klinischen Alltag wird davon ausgegangen, dass wenn ein Patient, eine Patientin ein Dossier eröffnet hat, er oder sie dann auch will, dass das mit Daten gefüllt wird, dass also der Arzt, die Ärztin, die Pflegefachperson nicht jedes Mal nachfragen muss, sind Sie damit einverstanden, dass wir diesen Pflegebericht, dieses Röntgenbild, diesen Operationsbericht im Dossier bereitstellen, sondern dass man hier von einer vermuteten Einwilligung ausgeht. Selbstverständlich hat der Patient, die Patientin jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nein, für diese Behandlung möchte ich nicht, dass die behandlungsrelevanten Daten im elektronischen Patientendossier bereitgestellt werden. Weiter wichtiger Punkt im Bereich der informationellen Selbstbestimmung ist die Tatsache, dass der Patient bestimmen wird, wer, wann, unter welchen Voraussetzungen auf seine Daten Zugriff hat. Das heißt, er vergibt die Zugriffsrechte an die Gesundheitsfachpersonen. Einzig Notfall, im medizinischen Notfall, ist auch ein Zugriff ohne vorgängige, explizite Vergabe des Zugriffsrechts möglich, weil sonst ja dieses Dossier quasi einer seiner auch wichtigeren Anwendungsfunktionen nicht genutzt werden könnte. Aber die Patientinnen und Patienten sind bei solchen Notfallzugriffen über diese Zugriffe zu informieren, damit sie eben auch entscheiden können, war das wirklich ein medizinischer Notfall oder war es eher ein administrativer Notfall. Letzter Punkt, bereits erwähnt, Zugangsportal. Es wird verschiedene Formen von Zugangsportalen geben, die eben den Patientinnen und Patienten, ich glaube, es ist fast etwas Erstmaliges, Einmaliges auch, dann wirklich den Einblick in seine, ihre medizinischen Daten ermöglichen und ihm auch die Möglichkeit geben, selber eigene Daten einzustellen, was sich dort bewähren wird, ob das eher die Migräne oder Schmerztagebücher oder vielleicht auch die Strava oder sonstige Fitness-Applikationen sein werden. Ich glaube, das wird dann die Zukunft weisen. Vertrauen schaffen, Edi, du hast das Stichwort bereits erwähnt, Vertrauen schaffen ist auch für den Bundesrat, für uns, die das Gesetz geschrieben haben, glaube ich, ein zentrales Element. Es gibt verschiedene Aspekte, die hier dazu beitragen sollen. Eines ist die Tatsache, dass man eine neue Identifikationsnummer, ein neues Identifikationsmerkmal eingeführt hat, das sicherstellen soll, dass die Daten vollständig und korrekt zusammengeführt werden. Das elektronische Patientendossier ist ja ein virtuelles Dossier, bei dem die Daten im Moment des Abrufs zusammengetragen werden. Und dann ist es wichtig, dass nicht zwei Krankengeschichten von zwei verschiedenen Hans Müller mit zufälligerweise demselben Geburtsdatum vermischt werden. Ich glaube, das wäre kein Beitrag zur Erhöhung der Patientensicherheit. Deshalb eine neue Patientenidentifikationsnummer, die auch als Datenschutz- und Datensicherheitsgründen eben nicht die Sozialversicherung, das heißt die AHK-Nummer ist. Dann digitale Identität, also quasi es braucht einen elektronischen Ausweis, um das System nutzen zu können, dass man eben auch weiß, wer zugegriffen hat. Die Datenzugriffe sind zu protokollieren, die Protokolldaten sind aufzubewahren. Der Patient, die Patientin wird jederzeit die Möglichkeit haben, diese Protokolldaten einzusehen und zu wissen, wer Zugriff hatte auf diese Daten. Ich glaube, das ist auch ein großer Schritt im Vergleich zum Umgang jetzt mit Papierdaten im medizinischen System, wo man nicht so genau weiß als Patient und Patientin, wer das gesehen hat. Und ich glaube, zumindest aus Sicht auch der Bevölkerung ein wichtiges vertrauensbildendes Element, das haben eben nur Gesundheitsfachpersonen, die an der Behandlung beteiligt sind, Zugriff, also keine Zugriffe für vertrauensärztliche Dienste der Krankenversicherer oder auch für Arbeitgeber. Nun, informationelle Selbstbestimmung und Vertrauen ist gut, das Ganze muss ja dann doch auch noch funktionieren, deshalb hat die Vorlage auch Bestimmungen drin, die Interoperabilität und auch Datensicherheit sicherstellen sollen. Das heißt, wir werden insbesondere im Ausführungsrecht Normen und Standards festlegen, die einzuhalten sind. Wir werden im Rahmen, es wird eine Zertifizierungspflicht geben, in der die vom Bundesrat festgelegten Zertifizierungsvoraussetzungen überprüft sind, ob die erfolgt sind. Nur wer diese Zertifizierungs besteht, hat überhaupt eine Möglichkeit, dann am System teilzunehmen. Zertifiziert werden Gemeinschaften und Zugangsportale, nicht einzelne Arztpraxen oder Spitäler, sondern eben die übergeordneten Strukturen. Und wie bereits erwähnt, werden wir die
für den Austausch notwendigen schweizweit einheitlichen Komponenten aufbauen und betreiben. Und last but not least, verändert ja ein Gesetz nicht über Nacht die Welt, das heißt, es braucht dann auch noch zusätzliche Anstrengungen, damit aus diesem Buchstabe dann auch eben ein gelebter digitaler Datenaustausch wird. Und auch hierfür hat es gewisse Bestimmungen im Gesetz, die vorgesehen sind, beispielsweise das Weiterführen der bereits heute bestehenden Zusammenarbeit und Wissenstransfers, Förderung durch eHealth Swiss. Wichtig auch, dass man die Information der Bevölkerung ausbaut, dass man insbesondere auch Patientinnen und Patienten entsprechend schult und unterrichtet, wie sie ihr Dossier am besten nutzen sollen. Ich denke, hier wird für uns auch eine Zusammenarbeit mit den Gesundheitsligen, den Patientenorganisationen von zentraler Bedeutung sein. Und dann noch so quasi Zuckerbrot und Peitsche oder Peitsche und Zuckerbrot, die stationären Einrichtungen, so sieht es die aktuelle Entfassung der Vorlage aus, werden verpflichtet sein, sich innerhalb von 5 Jahren einer Stammgemeinschaft anzuschließen, sonst dürfen sie die Kantone nicht mehr auf der Spitalliste führen. Und dann eben noch das Zuckerbrot dazu, der Bund wird 30 Millionen Franken für den Aufbau zur Verfügung stellen, vorausgesetzt, dass ein Kanton oder Dritte vorfinanzieren, das heißt für jeden vorfinanzierten Franken, der wird durch den Bund durch einen quasi zweiten Franken verdoppelt werden. Letzter Punkt, einfach vielleicht noch zur Abgrenzung, es ist auch immer zu wichtig zu wissen, was eine Vorlage nicht regelt. Hier noch kurz 4 Punkte, die nicht geregelt sind, die bestehenden kantonalen und eidgenössischen Vorschriften im Umgang mit Patientendaten, also Dokumentationspflicht, Schweigepflicht, allgemeine Haftungsregeln sind nicht tangiert, die gelten weiterhin. Das heißt, hier ändert der Wechsel von Papier auf elektronisches Medium nichts. Wie bereits erwähnt, nicht Gegenstand der Vorlage ist der Datenaustausch zwischen Gesundheitsfachpersonen und Sozialversicherungen. Hier müssen andere Wege gefunden werden. Das kann nicht über das elektronische Patientendossier erfolgen. Und auch nicht geregelt ist die Weiterverwendung zu Forschungsstatistikzwecken oder zum Aufbau von Registern. Einerseits, weil dies in bestehenden anderen Gesetzgebungen teilweise bereits geregelt ist und andererseits, weil wir uns auch auf den Kern des elektronischen Patientendossiers, nämlich die Unterstützung der Behandlungsprozesse, fokussieren wollten und nicht primär jetzt Big Data oder andere Datennutzung im Sinn hatten. Dies quasi ein Kurzdurchlauf, der Überblick über die aktuelle Vorlage. Edith Grafitscher hat es bereits gesagt, der Ständerat hat die Vorlage bereits durchdiskutiert und verabschiedet. Er hat mit einer Ausnahme nur marginale Änderungen an der Fassung Bundesrat vorgenommen. Die Hauptänderung ist, dass neben den Kantonen neu auch Dritte vorfinanzieren dürfen, damit sie vom Bund Mittel erhalten. Alle übrigen Änderungen sind primär Präzisierungen. Besten Dank.